Tabellenführer Salzburg ist seit 20 Meisterschaftsspielen ungeschlagen und die letzte Niederlage gab es ausgerechnet gegen den heutigen Gegner vor 7 Monaten in Salzburg. Und sollte es heute in Linz gegen den LASK wieder knapp werden, dann war als Geheimwaffe Heimo Pfeifenberger vorgesehen. Er saß heute erstmals wieder auf der Reservebank. Die gute Laune auf der Salzburger Bank ist verständlich, denn sicherlich mehr als ein Viertel der etwa 18.000 Zuschauer drückt für die Gäste. Der LASK ganz in Weiß, beide Mannschaften mit einem verstärkten Mittelfeld, die Linzer auch mit sehr viel Ersatz. Stadler, Foul von Ruß und Schiedsrichter Plautz zeigt sofort auf den Elfmeterpunkt. Hier noch einmal eine etwas ungestüme und unglückliche Attacke von Ruß, aber ganz klar ein Elfmeter. Mlade Mladenovic, er ist der Mann für diese Fälle. Und Schickelgruber pariert und dann verschießt Mlade Mladenovic den Ball an die Latte. Was kann da der Rasen dafür? Da ärgert sich Mladenovic und wir sehen es hier gleich noch einmal, warum. Denn dieser Ball war sicherlich schwieriger an die Latte zu setzen als ins Tor. Jubel beim LASK-Anhang, weiterhin 0:0. Er registriert fassungslos Otto Bartsch. Ozean. Kopfball von Mladenovic. Das scheint nicht sein Tag zu sein. Noch einmal dieser gefühlvolle Kopfball an die Oberseite der Latte. Hütter. Die Linzer spielen sehr geschickt. Weitschuss von Metlitzki. Und da hat Otto Konrad einige Probleme. Und Otto Konrad registriert es mit ein bisschen Verwunderung. Artner. Ruß hat sehr viel Platz. Sucht eine Anspielstation, findet keine und schießt, Tor! 1:0 für den LASK in der 42. Minute. Ein Gewaltschuss von Kurt Ruß und entsprechende Begeisterung bei Mitspielern und Ersatzleuten. Noch einmal. Genau trifft er den Ball und überrascht Otto Konrad. 1:0 für die Linzer. Hier die Bestätigung. Die letzte Chance vor der Pause haben die Salzburger. Kozian, der sich heute nicht wie gewohnt in Szene setzen kann. Und wieder ein Kopfball von Mladenovic. Hermann Stadler war nicht der Schuldige, der Unglücksrabe. Bis jetzt in diesem Spiel ist Mladenovic 1:0 für die Linzer. Der verletzte Jurcevic neben dem Sohn von Otto Baric nur auf der Tribüne. Er soll für neuen Angriffsschwung sorgen, nämlich Ralf Hasenhüttl. Doch Aktionen gibt es zunächst in der zweiten Hälfte nur an der Seitenlinie. Skocic erregt, Baric erregt. Und auch die beiden Herren haben keine Freundlichkeiten füreinander übrig. Hochmeier und Hasenhüttl. Und dann kommt er endlich, Heimo Pfeifenberger. Endlich ist er wieder dabei. Aber spielbestimmend jetzt immer mehr die Linzer. Ramusch, Metlitzki und ein toller Schuss an die Latte. Da werden bei Otto Konrad Erinnerungen an das 0:1 wach. Sascha Metlitzki, berühmt für seine Weitschüsse. Da hat er wieder mal fast getroffen. Die Salzburger kommen jetzt einfach nicht mehr richtig ins Spiel. Ramusch. Gegen Fürsthaler. Konrad, was für ein Fehler. Auf dieses Tor hat er gegen den FC Linz sein berühmtes Kopfballtor erzielt. Und jetzt dieser katastrophale Fehler. 2:0 für den LASK nach diesem Fehler von Otto Konrad. Ein unglaublicher Schnitzer. 2:0 aber jetzt für die Linzer. Hier noch einmal. Fürsthaler berührt als letzter den Ball. Konrad verfehlt ihn und der Linzer ASK führt mit 2:0. Er kann es nicht fassen. Die Linzer Zuschauer aber jubeln über einen 2:0 Sieg gegen den Tabellenführer Salzburg. Was ist ja dieses Tor, wo Sie das 1:1 erzielt haben, das Tor des Jahres. Was war es denn heute? Der Schnitzer des Jahres?
Nein, ich glaube, solche Fehler sollten normalerweise in der Karriere nicht oft vorkommen, aber sie passieren ganz einfach. Ich glaube, Torschütze wurde mit der Didi Ramos genannt. Ich sage, dass die der Rausenziegel Nummer 23 war. Also kurz davor, ich glaube, vorige Woche die Rausenziegel. Und der Ball ist sich versprungen, das passiert leider Gottes. Das ist leider Gottes die nüchterne Analyse von dem Ganzen. Als Sie abgezogen haben bei Ihrem Torschuss, haben Sie da geglaubt, dass er sich fast in die Kreuze gesenkt? Nein, das glaubt man nie, glaube ich. Ich habe nur gehofft, dass ich ihn endlich triff und so, und es hat alles zusammengepasst. Was haben Sie nachher geglaubt? Sie träumen? So ungefähr. War es vielleicht auch ein bisschen der verschossene Elfmeter, dass der ein bisschen einen Knacks versetzt hat der Mannschaft? Ja, sicher hat der Elfmeter muss eine Mannschaft unserem Format realisieren. Ich will immer, dass dieser Elfmeter ist geschossen, nicht platziert. Dieser Elfmeter hat sicher Unruhe gebracht, aber ich glaube, das konnte man noch immer etwas in zweiter Halbzeit mehr tun, aber wir haben dann nie genug gemacht. Noch einmal Gratulation, LASK. Einfach, LASK war besser.